Ja, hallo, hier haben wir jetzt das Herzstück der Produktpalette der Forsttechnik. Das ist der Werftrag 1840. Ein kraftvoller Vierzylindermotor mit 180 PS. Drehkabine, stufenlos leistungsverzweigtes Getriebe S-Matic. Bewährt seit 2003, also richtig viel Erfahrung steckt da drin. Wir haben hier einen schönen starken Kran zum Arbeiten. Die Seilwinde schön tief im Bauch vom Fahrzeug versteckt. 2x10 Tonnen und damit lässt sich richtig geil arbeiten. Du hast die Maschine auch mitentwickelt, oder? Ja, das ist jetzt auch ein Baby von mir. also die Maschine gibt es jetzt seit gut anderthalb Jahren im Markt und hat sich jetzt mit einigen tausend Betriebsstunden schon richtig gut eingepflegt und die Leute, die einen haben, würden ihn nicht mehr hergeben. Wir bauen so ungefähr 15 Fahrzeuge von den Werftrags im Jahr. Hiervon gibt es jetzt so 20 ungefähr und verteilen sich hauptsächlich im Raum Deutschland. Den gibt es auch noch als Sechsrad-Variante. Beides sind Rückgeschlepper. Dann da oben drüber, eine Leistungsstufe höher, haben wir den Werftrag 2460. Auch als Vierrad. Vierrad mit Achsschenkellenkung und Knick. Ein Sechsrad mit Achsschenkellenkung und Knick und ein Achtrad, das ist quasi eine Vierradmaschine mit einem vollwertig angetriebenen, mechanisch angetriebenen Rückeanhänger. Also das beginnt schon mit den Anfängen vom Unimog. Da gab es, ursprünglich hat der Cetes selbst mal eine Seilwinde entwickelt und man hat relativ schnell gemerkt, dass man das breite Produktportfolio, was die Kundschaft haben will, gar nicht mit einer Seilwinde abdecken kann. Und dann hat der damalige Geschäftsführer, der Chef, der Herr Werner, erkannt, dass in dem Unimog ein ganz großes Potenzial steckt für die Mechanisierung der Holzernte. Da reden wir ja davon, das war Ende der 50er Jahre. Und man ist relativ schnell mit den Jungs aus Gaggenau zusammengekommen, um dann Forstaufbauten zu realisieren. Und dann hat man das die 60er Jahre weiter betrieben und Ende der 60er Jahre hat man dann schon gemerkt, dass selbst der Unimog den Bedarf an Mechanisierung gar nicht mehr im ganzen Umfang decken kann. Und dann hat man ganz verrückte Dinge bei Werner in Trier gemacht. Dann hat man den Unimog als Knicklenker gebaut. Da wurde dann von 68 bis 73 wurden auch der sogenannte Uniknick gebaut. Also das ist eine ganz tiefe Liaison zwischen Werner und Daimler, dass man quasi eine Forstmaschine aus dem Unimog gebaut hat. Und dann kam natürlich der M-Betrag, wurde präsentiert, hat man gesehen, ja, das ist ja wieder für den Werner ein breites Feld, ein neues Spektrum, ein großer Horizont, den man mit dem Fahrzeug abdecken kann. Und dann hat man natürlich die ganzen 70er und 80er Jahre sich im Forst vermehrt auf den M-Betrag gestützt und da auch große Stückzahlen bis hin zur Marktführerschaft Ende der 80er Jahre mit dem M-Betrag herstellen können. Dann kam leider der Entschluss seitens des Konzerns, die M-Betrag-Baureihe einzustellen. Das ging ja mit ein paar Hindernissen oder Wellen, dass man eine Truck-Technik-Vertriebsorganisation damals gegründet hat und wollte dann noch mit Deutz und dem Intrag zusammenarbeiten. Alles in allem hat das ja dann irgendwann nicht funktioniert und der damalige Chef, der Herr Werner, musste sich dann halt die Frage stellen, was machen wir? Suchen wir uns wieder ein adäquates Fahrzeug, wo wir nur aufbauen können? Finden wir das? Oder müssen wir ein Fahrzeug, das den Anforderungen vom M-Betrag auch in die Zukunft gerichtet, also für die 90er Jahre, ein Fahrzeug entwickeln, was quasi der Nachfolger, der legitime Nachfolger des M-Betrags ist? Und dazu hat man sich dann entschieden und dann kam dann 1993 damals der WF-Trag 900 und 1100 auf den Markt.
Der WF-Trag 900 und 1100 hatte noch ganz viele Gene oder die Blutgruppe war vielleicht sogar noch die gleiche. Der hatte Portalachsen wie der Unimog und der M-Betrag, teilweise aus dem Unimog 1600, teilweise aus dem M-Betrag 1000. Dann hatte der einen OM364 Motor, also auch der letzte Motor, der in dem M-Betrag eingebaut war, so dass man da eine ganz große Schnittmenge noch hatte zum letzten M-Betrag. Den hat man dann bis 2003 gebaut. Das hängt ja auch immer an den Abgasstufen, wie die Horizonte der verschiedenen Motoren sind, bis wann man Maschinen bauen kann. Das Ganze auch in einer sehr, sehr, sehr schönen Stückzahl. Die Fahrzeuge sind heute noch gern gesehen bei den Förstern, da sie sehr leicht, kompakt und wendig sind und wenig Befahrungsschäden macht, ist der WF-Trag 1100 immer noch der Freund des Försters. Nach dem WF-Trag 900-1100 hat man sich auch wieder die Frage gestellt, was brauchen wir für ein Fahrzeug in den 2000er Jahren? Und hat dann gemerkt, ja, 105 PS ist vielleicht nicht mehr State of the Art und hat dann den 1700er entwickelt. Und damit hat man sich auch wieder ein Stück weiter vom M-Betrag entfernt. Das heißt, die Achsen wurden dem Leistungsspektrum, wir sehen hier Krane, nicht mehr genüge. Und dann ist auf die Suche gegangen nach speziellen Achsen, die so einen Kran aushalten, tragen können. Dann neue Motorengenerationen, aber auch wieder parallel die gleichen Motoren, wie sie im Unimog verbaut worden sind in der Zeit. Also ein paar Gene waren dann immer noch übrig, aber die Blutgruppe war vielleicht schon eine andere. Dann hat man von 2003 bis 2010 den WF-Trag 1700 gebaut, der dann schon keinen Leiterrahmen mehr hatte. Der hatte dann schon einen Wannenbaurahmen mit einer Zentralverbindung, also forstmaschinenspezifisch. Stärkere Achsen und damals schon als erster das leistungsverzweigte Getriebe S-Matic im Forst. Ganz großer Produktvorteil, stufenlos fahren im Forst ohne Verschleiß. Das haben wir dann damals 2003 in den Markt gebracht. Gefertigt werden die Fahrzeuge immer noch wie vor 115 Jahren, als die Firma gegründet worden ist, in Trier. Im Stadtteil Erlangen. Wir sind derzeit um die 70 Mitarbeiter und fertigen nicht nur den WF-Trag. Wir kennen den Vario auf Fan-Basis, das ist so unser Thema in der Forstbranche. Dann natürlich ganz eng die Zusammenarbeit mit Unimog, mit Daimler. Da bauen wir hauptsächlich diese Palfingerkräne auf. Dann Salven zum Unimog, auch für den weltweiten Einsatz. Das sind halt Erdöl exportierende Länder vielleicht. Mexiko, Venezuela, das sind da eher die Märkte, auch wenn es ins Ausland geht. Und dann machen wir natürlich auch Seilwinden für den industriellen Einsatz. Wenn Sie zum Beispiel Skispringen schauen und Sie schauen Holmenkollen, dann haben Sie sich sicher schon mal gedacht, wo die Spuren herkommen, bevor der erste Skispringer runterschied. Das Präparationsgerät wird mit einer Werner-Seilwinde hochgezogen. Wo ich immer so ein bisschen auch stolz drauf bin und was mir persönlich auch ganz, ganz viel Spaß macht, ist, wenn man aus dem Bestand rausfährt und tritt mal so schön das Pedal durch, 40 km/h, 50 km/h, abgesenkte Drehzahl, Tempomat, Radio an, man kust so ein bisschen mit 1400 Motorumdrehungen über die Landstraße. Die Schraubenfedern der Kabine, die machen die Landstraße zum ebenen Brett. Und die Sonne geht am Himmel unter. Das ist dann schon ein ganz geiles Gefühl, mit dem WF-Trag nach getaner Arbeit nach Hause zu fahren. Ja, ich fand es echt cool, dass wir uns mal so unterhalten konnten. Und ich bedanke mich wirklich bei dir und deinen Kollegen, dass du Zeit gefunden hast, uns hier auf der Vorführung besuchen zu kommen. Das ist echt mal toll, so ein bisschen darüber zu quatschen. Und vielleicht treffen wir dich oder deine Zuseher irgendwo mal wieder auf einer Vorführung. Schaut bei uns auf die Homepage www.werner-trier.com. Vorführungen werden angekündigt und dann können wir uns da auch mal wieder treffen. Ich erzähle euch auch persönlich gerne mal im persönlichen Gespräch Details vom WF-Trag.